Was machen Sachen? Ihr habt jetzt eine Weile von mir nichts mehr so direkt gehört. Bei mir wird es jetzt einige Updates geben, sowohl für den Kanal als auch für mein Leben an sich. Und das Video möchte ich nutzen, um euch so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bringen. Die größte Änderung für mich wird sein, dass ich jetzt wieder studieren gehe. Ich werde das dritte Semester für das Games Art Diploma wiederholen. Das heißt, ich gehe ab Mitte März wieder zur Uni. Wie sich das jetzt wirklich auf diesen Kanal ausübt, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich nehme an, ich werde etwas mehr Zeit investieren können, da ich dann auch ab dem Studium nicht mehr an zwei Jobs gleichzeitig arbeiten muss, was halt sehr anstrengend ist auf Dauer, da ich auch immer eine 6-Tage-Woche habe und ich gerade in den letzten Wochen gemerkt habe, wie schlecht es mir dabei geht, wie kaputt ich körperlich dabei war. Das war halt alles sehr, sehr anstrengend für mich und ich merke halt auch, dass ich halt nicht so fit bin, wie ich das eigentlich mir eingestehen möchte. Ich war noch nie der fitteste Mensch auf dem Planeten, das gebe ich zu, aber jetzt sich das nochmal einzugestehen, dass man halt nicht so wirklich kann, wie man das denn möchte, ist halt doch schon echt hart, gerade wenn man so dezent stur ist wie ich. Und dann halt erst aufhört, wenn dann halt doch wirklich was kaputt geht. Aber das ist ja jetzt vorbei. Ich bin echt froh, dass ich mich jetzt aufs Studium konzentrieren kann, dass ich das auch generell wieder wiederholen kann, auch so früh. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das in dem Zeitraum schaffe, aber es hat sich einiges für mich zum Positiven entwickelt, dass ich halt früher als gedacht wieder studieren kann und dass ich halt auch so einfach wieder weiter studieren kann, ohne dass mir groß Wege versperrt worden sind. Ich kriege auch ganz starke Hilfe von meiner Mutter, die unterstützt mich in dem, was ich tue. Auch der Fakt, dass wir jetzt umgezogen sind, dass ich aus dem, was mir nicht gut tut, weggekommen bin und ich halt auch seelisch wieder meine Mitte gefunden habe, wenn man denn so will, hat auch viel geholfen. Aber meine Vergangenheit soll jetzt auch erstmal nicht das Thema sein. Wir wollen ja in die Zukunft sehen und die soll hoffentlich schöner sein, wie das, was so passiert ist in meiner Vergangenheit. Da ist so einiges schiefgelaufen, aber egal. Die meisten anderen Sachen haben jetzt auch damit, dass ich studiere, zu tun, dass ich meine Zeit halt einen anderen Wert geben möchte oder muss. Ich habe mir jetzt auch einen Patreon-Account zugelegt. Dort kann jeder, der möchte, mich unterstützen. Jeder, der mich bei Patreon unterstützt, kann Speedfrost 3 Tage früher sehen. Das werde ich dann auch ab diesem Monat einführen. Und ja, für jedes Tier gibt es dann halt auch noch Extras. Wie zum Beispiel gibt es monatliche Angebote für verschiedene Tiers oder halt in dem 7 € könnt ihr den Work in Progress sehen. Also das, was ich halt in der Uni mache. Da ich ja in der Uni direkt nicht streamen kann oder halt Videos aufnehmen kann, habe ich mir gedacht, dass ich diesen Work in Progress von den Modellen etc., wo halt ich gerade an der Uni dran arbeite, für dieses Tier dann halt veröffentliche. Wer sich dafür interessiert, wer mich unterstützen will, kann dieses tun. Es gibt noch ein bisschen mehr, ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen. Ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen, was es so gibt. Viele Sachen sind auch einfach für alle zugänglich. Patreon ist eigentlich eine ganz schöne Seite, wo man einfach übersichtlich alles sortieren kann, wie man möchte. Ich habe die Bilder oben, ich habe jetzt die paar Videos hochgeladen. Es ist eine schöne Seite, um einfach mal up to date zu bleiben. Das meiste ist, wie gesagt, öffentlich. So für Informationen über das, was gerade so passiert, ist das doch eigentlich eine ganz gute Sache. Wie gesagt, wer will, kann mich dann halt unterstützen. Ist aber kein Muss, hier wird niemand gezwungen. Was sich jetzt auch kommenden Monat ändern wird, sind meine Aufträge. Wie ihr garantiert mitbekommen habt, zeichne ich ja Aufträge. Und da werden sich jetzt viel mehr die Preise ändern, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, einfach meine Zeit anders da kalkuliere. Die aktuellen Preise findet ihr auf meiner Homepage, die habe ich unten verlinkt. Wie gesagt, diese gelten noch den kompletten März. Solange ihr im März noch einen Auftrag aufgebt, gelten die alten Preise noch für euch und ab April werden sich dann halt die Preise etwas steigern. So, kommen wir jetzt zu meinen Projekten in der Unreal Engine. Ich habe die Unreal Engine, die virtuelle Galerie, überarbeitet. Ich habe alles eingedeutscht. Dazu wird jetzt nochmal in Kürze ein separates Video folgen, wo ich dann präsentiere, was sich getan hat und wie es aussieht mit Hashtag gemeinsam YouTube als Galerie. Und das zweite Projekt, die japanische Insel, werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch öfters zu Gesicht bekommen. Ich habe ja das Blockout schon hochgeladen und auch, wie ich ein paar einzelne Modelle erstelle. Diese Szene wird auch mein Abschlussprojekt an der SAE sein. Wie genau das aussehen wird und was ich für die Szene am Ende alles machen muss, wird sich dann im Laufe der Zeit durch Präsentationen etc. alles zeigen. Und dabei werde ich euch auch auf den Laufenden halten.
Wie gesagt, das Zeug, was ich halt in der Uni direkt mache, werdet ihr wahrscheinlich nur fertig zu Gesicht bekommen, da ich ja dort weder Videos aufnehmen kann noch streamen kann. Das kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Da werdet ihr Fertigmodelle sehen. Und alles, was ich dann halt zu Hause mache, werdet ihr wahrscheinlich in einem Livestream sehen oder ich werde auch nochmal ein Speedbuild-Video draus machen. Das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen. Für die Speedtours an sich wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Da werde ich mal ein paar drüber quatschen, wie jetzt bei diesem. Bei anderen wird Musik drunter laufen. Es werden wahrscheinlich Fanart sein. Es wird was sein, was ich selbst so gezeichnet habe. Oder es werden halt Aufträge sein. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich werde nicht mehr alle Aufträge, die ich bekomme, als Speedtour hochladen. Eine Garantie werden nur Leute bekommen, die mich über Patreon unterstützen. Alle anderen haben keine Garantie, dass ihr Auftrag auch wirklich als Speedtour auf meinem Kanal hochgeladen wird. Ich glaube, dann habe ich euch erstmal alles gesagt, was sich bei mir jetzt so verändert hat. Ich danke euch für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich.